Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dino Crisis. Ich habe mich jetzt zwischen den Folgen einfach mal ein bisschen schlauer gemacht. Das Spiel kam im Jahre 1999 zur gleichen Zeit mit Resident Evil 3 raus. Also basiert es quasi auch auf der Resi 3 Engine. Und es ist auch von Shinji Mikami. Ich war da jetzt gar nicht mehr so im falschen Bilde, was das angeht. Und ich möchte euch mal gerade noch einen kleinen Einleitungstext aus dem Handbuch bzw. aus dem Booklet vorlesen. Und zwar, vor 3 Jahren kam ein mehrfach ausgezeichneter Wissenschaftler, Dr. Edward Kirk, bei einem seiner Experimente ums Leben. Derzeit arbeitet er an der Entwicklung einer reinen Energietechnologie mit Codenamen Dritte Energie. Die unerwartete Explosion ereignete sich kurze Zeit, nachdem die Regierung die Förderung des Projektes gestrichen hatte, da es als unproduktiv angesehen wurde. Für die meisten war der gesamte Vorfall nur eine weitere von vielen Nachrichten. Früher in diesem Jahr brachte ein Militäragent von einer Mission auf Ibis Island überraschend Informationen zurück. Er berichtet, dass Dr. Kirk am Leben ist und seine Forschung in einer militärischen Einrichtung der Republik Borginien fortsetzt. Spezialagentin Regina ist auf dem Weg zu der abgelegenen Insel. Sie wird von ihrem Team begleitet, einer Elite-Einsatztruppe, die dafür trainiert wurde, mit sensiblen Situationen umzugehen. Jedes Mitglied des Teams ist ein Experte auf seinem Gebiet. Ihr Auftrag, die Insel infiltrieren, Dr. Kirk finden und ihn unverletzt zurückbringen. Es sah alles nach einem weiteren Routineeinsatz aus. Ja, jetzt wissen wir eigentlich auch, warum der Dr. Kirk hier ja mehr oder weniger befreit werden soll, gerettet werden soll. Er arbeitet an der dritten Energie und das kam im Intro meines Erachtens nicht so ganz gut rüber, also das war damals ja immer so das Problem, dass die Informationen über ein Spiel zum Beispiel nicht ganz so gut in den Intros erklärt wurden bzw. wiedergegeben wurden und man eigentlich immer das Booklet dazu lesen sollte. Naja, das habe ich jetzt gemacht. Wir haben es halt hier mit 3 Charakteren zu tun. Mit Regina, das ist unser Hauptcharakter oder unsere Hauptcharakterin. Dann haben wir noch Gail, der jetzt gerade eben so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, verschwunden ist. Und Rick, zu dem sollen wir ja mehr oder weniger jetzt vordringen. Und das machen wir, indem wir jetzt einmal das Gebäude betreten. Vorhalle. So, da sind wir auch. Ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Weil das könnte hier, genau, hin und wieder mal etwas gruselig werden. Weil wir nämlich Geräusche hören. Büro, Haupteingang. Okay, also wenn wir jetzt hier reingehen, kommen wir zum Büro. Und wenn wir hier weitergehen, kommen wir zum Haupteingang. So. Hier ist irgendwie was. Warte mal, hier liegt noch was. Was ist das Schönes? Hier hängt ein Zettel. 10 Uhr, Dr. Kirks Vorlesung. Die Zukunft des Stabilisators. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Hier knurrt was. Ein Lüftungsschacht. Ich glaube, ich kann dort hinaufklettern. Die Frage ist natürlich, wie, ne? In den Schacht klettern. Nein, ich möchte noch nicht in den Schacht klettern, auch wenn da drüben was Schönes liegt. Und ich glaube, kann man die Dinger jetzt schon ausmachen? Soll der Schalter benutzt werden? Geht das? Nichts. Okay, also sie gehen noch nicht. Die Schalter funktionieren noch nicht. Ich könnte jetzt schon da hochklettern, aber ich glaube, ich gehe erstmal hier in die Büros rein. Ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, ich gehe nicht in die Büros rein. Dann gehen wir hier oben in den Lüftungsschacht. So, in den Schacht klettern. Yo, bitte. Ich weiß zwar nicht, wie sie das jetzt macht, aber irgendwie kriegt sie das hin. Rohrwartungsgang A. 1F. So. Schauen wir mal. Wie jetzt hier gelandet sind. Kann ich hier irgendwas machen? Diese Geräte scheinen die Stromverteilung der Einrichtung zu steuern. Hm, okay. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr große Wartungsgänge hier. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einmal hier runter zu gehen. Oder aber wir gehen hier ums Eck und gehen hier runter. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den ersten Abstieg. Und zwar diesen hier. Und schauen einfach mal, was da unten ist. Ja, einmal abseilen bitte. Steuerzentrale. Ah ja, das klingt schon mal sehr gut. Ich glaube, hier müsste auch Rick sein, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Irgendwo hinter dir. Die Musik ist schon wieder sehr
Gruselig. Control Room. Steuerzentrale 1F. Das klingt schon mal gut. Oh, hier liegt was. Was ist das Schönes? Gegenstand nehmen. 9mm Parabellum. Jo. Standardmunition für Glock 34 und Glock 35. Nehme ich natürlich mit. Hier ist, glaube ich, auch noch irgendwas drin, ne? In dieser Notfallbox kann Medizin gelagert werden. Zum Öffnen der Notfallbox wird ein Stecker benötigt. Du hast nicht genug Stecker. Okay, wir haben offensichtlich keinen Stecker. Wenn wir ehrlich sind. Komme ich hier schon irgendwie? Ich kann hier noch nicht reinschauen, ne? Nee. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Kontrollraum. Und hier müsste jetzt Rick sein, wenn mich nicht alles täuscht. Steuerzentrale 1F. Genau, hier ist er. What's our status? This security system is a snap for me. Real amateur stuff. So, what exactly happened to Gale? You said that he was attacked by a dinosaur? Yeah, I couldn't believe it. I just hope he's still alive. Anyway, our first priority is to complete the mission. What we ought to do is just call in the chopper and get off this death trap. That's a great idea, but Cooper has the radio, and he's missing. Hey, what's with this monitor? That's the security monitor for the underground area. The camera's offline. So I take it that means power still hasn't been restored to the area. Exactly. They must have that area wired to a different power system than the ground level. We can investigate that area after we finished our sweep of the ground level. Okay, then I'll take care of the shutters that are blocking the way. You work your way in, grab the dock, and then rendezvous back here. Gut. Können wir machen. Was wir aber als allererstes erstmal machen, ist speichern. Ich dachte, das ging hier. Scheint ein Sicherungskasten zu sein. Ging es hier nicht irgendwo? Speichern? Moment, war das hier? Für diesen Fahrstuhl ist eine ID-Karte erforderlich. Okay, ich dachte, man konnte hier speichern. Ich weiß es gar nicht mehr. Nö, hier geht's nicht. Na gut. Ein Sicherheitssteuerfeld. Der Monitor zeigt das Erdgeschoss. Genau, hier drüben, die Monitore sind alle deaktiviert. Da können wir nichts machen. Und mit Rick, können wir noch mit Rick reden nochmal? Geht das nochmal? Hallo? Nö, er ist zu beschäftigt. Ein Sicherheitssteuerfeld. Der Monitor zeigt das Erdgeschoss. Kann nicht mehr mit ihm reden, ne? Ne, er lässt nicht mehr mit sich quatschen. Zeigt Erdgeschoss. Okay. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Yeah. Now what I wanna know is where those things are coming from. Tja, das ist die große Preisfrage. Und die gilt es zu hinterfragen. So, okay. Komme ich jetzt hier eigentlich... Ich müsste jetzt eigentlich hier reinkommen in diese Tür, ne? Wie ist das? Genau. Kommen wir rein. Verwaltungsbüro. Ah ja. So, hier kann ich aber, glaube ich, speichern, ne? Oder? Was ist das Schönes? Was dreht sich da so? Eine Pump-Action-Schrotgewehr von Al Frenchy. Hm, okay. Nehmen wir mit. Rüsten wir aber noch nicht aus. Ich meine, das hier ist das Safe Room, wenn mich nicht alles täuscht. Was haben wir hier? Eine Eingabe Disk K. Besorge die Code-Disk mit demselben Zeichen und setze beide in die Tür. Aha. In dem Karton scheint etwas zu sein. Welchen Karton? Ah, ein Stecker. Es kann nötig sein, mehrere Stecker zu haben. Es kann, muss aber nicht. Nichts von Wert. Im Regal sind Sicherheitsdokumente. So, ich guck mal gerade hier. Hier hängt der Einsatzplan der Wachmannschaft. Akten liegen herum. Hier ist auf jeden Fall Blut. Und Blut ist nicht so gut. Deswegen gehen wir mal hier rein. Das ist nicht die beste Idee, die ich habe, aber wir müssen hier rein. Oha! Hier liegt ein Wachmann. Er hat aber eine ID-Card. Ne? So, scheint eine Steuerung zu sein, die ein elektronisches Schloss öffnen kann. Bedienfeld Schlüssel 2 aufgenommen. Mhm.
So, das heißt, wir haben jetzt den hier, eine Medaille und drei Symbole sind dort eingeritzt. Ah. Okay, ich guck mal, was bei dem Typ noch gibt. Er hat ein Loch im Torso. Kann ich hier irgendwas machen? Verschlossen. An der Tür ist ein Feld, mit dem sie geöffnet wird. Doch es funktioniert nicht. Schade. Warum eigentlich? Nicht. So, was ist das hier? Ist das hier ein Lüftungsschacht oder sowas? Nee. Okay. Hier ist, glaube ich, auch noch was in den Schränken gewesen, ne? Persönliche Dinge der Wächter. Nichts von Wert. War hier nicht noch irgendwo was? Nein. Okay. Dann war hier offensichtlich nichts. Schade. Ich dachte eigentlich, das wäre hier der Safe Room. Ich dachte, hier könnte man speichern. War das nicht so? Der Computer ist nicht an. Ach, wahrscheinlich, weil es hier noch keinen Strom gibt, ne? Kann das sein? Kann ich hier mal drauf drücken? Ein Schalter. Betätigen. Ja. Ah, guck mal. Jetzt haben wir Strom. Und dann können wir nämlich jetzt hier auch speichern. Meine, das ging jetzt hier. Im Bild ist eine E-Mail. Titel. Mitarbeiterfortbildung. Willst du sie lesen? Ja. Bitte informieren Sie den neuen Mitarbeiter der Abteilung über das DDK-System. Der digitale Disk Key, kurz DDK, sichert unsere wichtigen Bereiche mit einem modernen Schließmechanismus. Um die Schlösser zu öffnen, platzieren und nutzen Sie die folgenden zwei Geräte beim Schloss nahe der Tür. DDK Code Disk X und DDK Eingabe Disk X. Der DDK-Typ, den Sie brauchen, ist auf der Tür vermerkt. A, B etc. Wenn Sie nicht den richtigen DDK-Typen haben, geht die Tür nicht auf. Bevor Sie anfangen, stellen Sie sicher, dass Ihr DDK-Typ der richtige für eine Tür ist. Okay, gut, so funktionieren also die Türen. Wir brauchen diese Disk und wir brauchen den Schlüssel sozusagen. So, das war doch hier ein Safe Room, oder nicht? Bin ich jetzt völlig falsch? Ich weiß es nicht mehr. Spielstand abspeichern, natürlich. Memory Card Nummer 1, bitte. Ich wusste doch, dass das hier irgendwie ging. Ich wusste nur nicht mehr wie. So, keine Spieldateien. Das ist richtig. Deswegen sollst du ja speichern. So, speichern abgeschlossen. Spielmodus normal. Und den Rest konnte ich nicht so schnell lesen. So, hier geht's jetzt raus. Verwaltungsbüro, Vorhalle. So, jetzt sind die grün. Jetzt können wir sie benutzen. Wunderbar. Okay. Soll der Schalter benutzt werden? Ja. Da hinten ist ein Vieh. Okay, er ist offensichtlich. Okay, ciao. Ich mach das mal. Soll der Schalter benutzt werden? Ja. Nun komm her. Ein feiner Dino. Ja, kommst du nicht weiter, ne? War wohl nix. Haha. So, okay. Ich gehe mal hier rein, bevor der sich noch irgendwie das anders überlegt. Haupteingang. Ah, das klingt schon mal gut. Das ist der Haupteingang. Ah, ja. Okay. Guti. Dann laufen wir hier mal ein bisschen rum und gucken mal. Hier ist ein Schloss, wie es aussieht. Ein DDK-Gerät. Auf ihm ist ein N zu lesen. Der DDK mit der richtigen Information wird benötigt, um das Schloss zu öffnen. Willst du das DDK benutzen? Ich hab's leider nicht, deswegen kann ich es auch nicht benutzen. Was liegt hier Schönes? Munition oder Blutstiller? Einfach so im Raum liegt das Zeug rum. Gegenstand nehmen. Betäubung. Ah, sehr gut. Nehme ich natürlich mit. Und dann gucken wir mal hier hinten weiter. Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Was steht hier? Vorhalle. Ich wollte zwar erst auf das Schild gucken, aber das darf ich offensichtlich nicht. Ach, hier bin ich jetzt. Okay. So, Gegenstand nehmen. Blutstiller. Lieber Blutstiller als Benstiller. Der war schlecht. So, ich gehe wieder raus. Haupteingang. Ich glaube, ich gehe erstmal die Treppe nach oben. Huch, falsche Taste gedrückt. Und guck mal, was oben ist. Haupteingang. Mhm. So, jetzt sind wir einmal hier oben. Und hier können wir nicht hier die Kiste verschieben? War das nicht irgendwie so? Ja, ne? Ich wusste es. Ich weiß aber nicht mehr, was da dahinter war.
War da irgendwas drunter? Jo, da war ein Item drunter. Und zwar eine Betäubung. Ja, nehmen wir auch mit. Gerne. Wusste das noch. Das war also, aber jetzt verlassen sie mich auch langsam so mit den Informationen, die ich noch habe, was wir hier machen können, beziehungsweise was noch geht. Lass mich vorbei. Oh, Kacke. Warum liegt denn der direkt hinter der Tür? Oh, bah. Ich glaube, hier war auch noch ein Dino drin oder zwei. Ja, sie guckt schon in die Ecke. Yo, ich wusste es. Verdammt. Oh Mann, ey. Hier muss man halt echt aufpassen. Man könnte natürlich die Viecher alle abballern, aber man hat halt echt nicht genügend Muni. Oh ja, 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 ist ja gut. Ich habe ihn aus Versehen geweckt. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob die sich auch wieder hinlegen zur Not. Warte. Ich will eigentlich nur das Item haben. Gegenstand nehmen. Wiederbeleber. Jo. Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Ist hier hinten nicht noch einer gewesen irgendwo? Was liegt da? Kann ich das machen? Chemiehandbuch. Die Broschüre eines Pharmakonzerns. Ich glaube, die Tür ist gerade aufgegangen, der zweite Dino ist reingekommen. Möchtest du sie lesen? Ja. Neue Produkte. Beschreibung. Heilmittel. Betäubungsmittel. Wirkungsverstärker. Vervielfältigungsmittel. Die vier oben aufgeführten Mittel sind die neuesten Entwicklungen unserer Firma. Sie sind äußerst verlässlich und für den Kampfeinsatz geeignet, da ihre Anwendung kaum Ausrüstung erfordert. Besonderheiten. Durch die Mischung von Chemikalien können zwei Arten von Dingen erzeugt werden. Heilmittel. Sorgt für schnelle Heilerfolge. Betäubungsmittel. Kann auf eine Kugel oder Nadel aufgebracht ein Ziel einschläfern. Mittel, die durch Mischung erzeugt werden, können durch weiteres Mischen noch wirksamer gemacht werden. Okay, wir haben jetzt ein Problem, weil wie gesagt, der Dino ist jetzt gerade reingekommen. Aua. Also der andere ist noch reingekommen. 1, 2, 3. Nö. Geht nicht. Holy. Lass mich doch mal vorbei. Ah, da ist der zweite. Ich hab's gewusst. Aber es ist gut, wenn die beiden hier drin sind. Dann sind sie nämlich hier drin. Und nicht da draußen. Scheiße. Oh, jetzt geht der Horror los. So, er hier ist nämlich weg. Und wenn man, glaube ich, aus dem Bild geht, kann es passieren, dass der einem hinterherlatscht. So, Gegenstand nehmen. SG-Patronen. Ja. Streugeschoss, die einen größeren Zielbereich haben. SG-Patronen aufgesammelt. Ich frage mich, warum das Bild hier so verzerrt ist. Aber ich glaube, das war schon immer so. Das ist mit etwas Scharfen zerrissen worden. Ja, Zähnen zum Beispiel. Was ist das hier? Das weiß ich nicht. So, komme ich hier rein? Ich glaube, da habe ich nicht das passende DDK, ne? Wurde mit dem digitalen Diskschlüssel gesichert. Überprüfe das Gerät an der Tür. Und stelle das DDK-System ein. Ja, mache ich. Ein DDK-Gerät, auf ihm ist ein H zu lesen. Der DDK mit der richtigen Information wird benötigt, um das Schloss zu öffnen. Willst du das DDK benutzen? Habe ich nicht. Ne? So, was habe ich denn für ein DDK eigentlich? Habe ich überhaupt schon ein DDK? Ich weiß das gar nicht. Wie kann ich hier nochmal oben wechseln? Genau da. Bedien für Eingabedisk H. Das Medium zur Eingabe der DDK. Das kann hier nicht benutzt werden. Schade. Was steht denn da? Forschungseinrichtung, Chefbüro. Okay. Da würde ich gerne rein, aber ich darf noch nicht. So. Gehen wir mal hier rein. Durchgang zum Kommunikationsbereich. Ah ja. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Dino Crisis. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.